Die Halbzeit ist angebrochen und damit herzlich willkommen zu Splatoon 3 Splatfeste. Und ja, wir haben die Halbzeit jetzt wahrscheinlich. Und mal gucken, wer gerade im Führen ist. Ich würde persönlich schätzen, dass Spaß am Führen ist. Weil ich habe tatsächlich gegen Team Futter sehr, sehr häufig gewonnen, aber gegen Team Spaß tatsächlich sehr häufig verloren. Und Werkzeug, also ich würde sagen, Spaß ist als erstes, Werkzeug als zweites und dann Futter als drittes. So würde ich es gerade einschätzen. Ja, mach mal schnell hier. Wir wollen die Halbzeit sehen. So, das Splatfest läuft und hier ist das Thema. Was musst du. Ja, das kennen wir schon. Gut, wie klingt es bisher, liebe Leute? Yes, Halbzeitbericht. Okay, wie gesagt, ich schätze auch Spaß. Und so ist es auch richtig. Die sind ganz, ganz knapp am Führen hinter Team Werkzeug. Und Futter hat komplett reingeschissen. Dachte ich mir aber schon. Meine Einschätzung war richtig. Aber wir haben noch eine Chance zu gewinnen. Team Futter ist komplett weit hinten. Die haben richtig reingeschissen bis jetzt. Aber Team Werkzeug ist knapp dran. Ich weiß nicht, dass wir dieses Splatfest nicht längst in der Tasche haben. Weiter so, Team. Gibt alles. Die Sache ist noch längst nicht gegessen. Jetzt kommt erst das Reifkampf. Ja. Das weiß Team Mori ist immer noch voll siegeshungrig. Nee, Junge, Team Mori, weg damit, Alter. Also es sind übrigens die gleichen Halbzeitberichte wie bei Stein vs. Papier vs. Schere tatsächlich. Oh, die Makrelenbrücke gibt es 3-Farb-Kampf, geil. Und übrigens, diesmal werde ich so machen, dass ich halt wirklich nur 3-Farb-Kampf haben werde. Egal, wie lange es dauert. Ich hoffe mal wirklich, dass Nintendo das ein bisschen gefixt hat. Weil beim letzten Set, das war es echt anstrengend, einen Dreierfarbkampf zu finden. Und ja. Boah, da stehen wir auch hier. Ich glaube, davor standen wir hier irgendwo. Boah, geil. Wir am Dancen. Geil. So, der Stand hat sich auch ein bisschen verschoben. Alles hat sich so ein bisschen verschoben wegen dieser Bühne hier. Aber ja, wir haben noch eine Chance zu gewinnen. Team Futter sieht es gerade sehr, sehr schlecht aus. Aber Team Werkzeug kann es noch reißen. Deswegen gucken wir mal, was wir machen können. Schade. Ja, ich habe wieder, glaube ich, eine Stunde oder so gewartet, aber es klappt nicht. Ich denke mir jetzt so scheiß drauf. Wir hatten schon einen Dreifarbkampf im Global Test Fire. Und es muss jetzt auch nicht immer sein so. Es ist richtig scheiße so, dass das einfach nicht geht. Dass es einfach random ist, wann so ein Kampf ankommt. Also ich würde lieber länger warten, als einfach random irgendwie so einen Dreifarbkampf zu bekommen. Das ist irgendwie mega weird. Und übrigens, ich bin in seinem Stream dabei, in den Kollegen hier. Das nehme ich jetzt hier während dem Stream gerade auf. Und ja, ich hatte die Hoffnung, dass wir zusammen im Duo besser einen Dreifarbkampf bekommen können, aber anscheinend war es nicht so. Ja, ist irgendwie schade so, aber naja, ne. Boah, als ob der mich noch so schnell gekillt hat, WTF. Aber ja, ist schade. Ist schade, dass es nicht klappt irgendwie. Vielleicht kriege ich ja noch jetzt in den letzten 3 Matches, die ich das noch mache. Eine, ich weiß es nicht. Aber gerade sieht es eher danach nicht aus. Aber tatsächlich mein Ziel für das Splatfest ist natürlich, den letzten Rang zu erreichen. Ich weiß gar nicht mehr, was es überhaupt für ein Rang ist. Ich würde mal sagen, Fernkampfleiter. Ich glaube, zwischen Glorreicher und Fernkampfleiter ist noch ein Rang einfach entstanden. Das ist der ultimative Leiter, ultimativer Rang halt. Ja. Deswegen will ich auf jeden Fall den noch erreichen unbedingt. Bevor ich dann das Splatfest aufhöre. Und es sind ja noch ein paar Punkte. Außer es kommt noch ein Rang, den wir noch leveln müssen. Das könnte natürlich auch sein. Aber ich glaube nicht dran. Ich glaube, danach ist Schluss. Okay, der ist tot. Sehr gut. Oh, shit. What? Ist das Toizuka? Nee. Ist irgendwo hier. Nee, er ist hier. Hi. Was geht? Sehr gut. Peach. Cool. So, den Saftladen stellen wir auch hier auf jetzt. Und wir killen den jetzt erstmal da oben. Perfekt. Ganz schnell da weg. Okay. Was? Er ist nicht gestorben. Er ist so low. Okay, er ist tot. Sehr gut. Wir jumpen wieder mal. So, aber wir kämpfen, glaube ich, wieder gegen Team Futter. Und tatsächlich läuft es echt relativ gut, muss ich sagen.
Das ist echt krass. Also bis jetzt habe ich wirklich die meisten Matches gewonnen. Das ist echt crazy. Ich habe nur ein Match bis jetzt verloren. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Er ist irgendwo noch. Ja, da ist er. Sehr gut. Und schnell weg. Right, wir dürfen jetzt nicht sterben. Ich stelle hier den Saftladen auf. Okay, ballern jetzt alle Ultis rein. Scheiße, jetzt gehen die rein. In den letzten 10 Sekunden, nein. Letzten 10 Sekunden noch entschieden. Let's go. Geil. Jetzt so viel, dass es gut läuft. Das war gerade Karma, glaube ich. Das war Karma. Ja, wir haben verloren, glaube ich. Das war Karma. Das war Karma. 2%. Ich hätte es nicht sagen sollen. Scheiße. Ja, wie gesagt, vielleicht kriege ich ja noch ein letztes Match. Das ist jetzt hier noch ein Dreifachkampf. So ein Tri-Color-Match-Battle. Aber ich denke nicht dran, irgendwie. Ich denke nicht dran. Ja, wie gesagt, es ist traurig, dass es so ist. Also. Kein Schmerz. So. Aber wir sind tatsächlich schon fast in diesen Fan-Blog-Rang. Das ist schon sehr, sehr gut. Aber ging Spaß. Und wir haben ja gesehen, in der Halbzeit, dass Spaß am Führen ist. Deswegen, ja, mal gucken, ne? Mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall die zerstören. So ein bisschen, ne? Das muss halt schon ein bisschen sein, so. Weil, Schwarz ist böse. Wir sind halt ganz, ganz knapp am Führen, ne? Wir müssen die wirklich zur Strecke bringen. Aber ich find's gut, dass wirklich mittlerweile, ja, wirklich gegen andere Teams ja auch kämpfen. Habe ich heute irgendwie schon häufiger gehabt, dass irgendwie andere Teams kämpfen. Gestern war es nicht der Fall. Gestern habe ich irgendwie immer nur gegen Werkzeug gekämpft, aber heute ist irgendwie anders. Ich weiß nicht. Das ist halt echt gut. Das sollte da sein, ne? Als ob da noch. Okay, wow. So ein paar Bomben spammen. Wie gesagt, als Supporterwaffe eher hinten bleiben ist immer so der Fall. Der ist fast tot, sehr gut. Och man, David, das gibt's doch nicht. Ja, wäre ich im Talk mit ihm, hätte ich es gewarnt, aber ja, passiert, ne? Lol, ja, irgendwo hingeschossen, habe ich getroffen. Geil. Okay. Ich finde es auch gut, dass immer die Musik kommt hier, die ist super. Ich feiere die. So, hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen eingefärbt. Ja, die kommen jetzt so ein bisschen durch, aber nicht so viel. Mal gucken. Oh, sehr gut. Mhm. So. Gehen wir bis nach vorne. Ich weiß nicht, ob ich den killen soll da hinten. Den kill ich aber, der ist easy. Den kann man easy mitnehmen. Ich stelle hier nochmal einen Saftladen auf für die Leute. Und ich weiß, es Trank heißt, aber ich nenne es halt immer so. Jetzt müssen wir nach vorne pushen. Bisschen nach hinten jetzt, okay. Wir dürfen nicht zu weit nach vorne, weil wenn wir einmal gewiped sind, dann war es eigentlich schon mit der Runde. Nice, nochmal einen Hauptpunktenkill. Sehr gut. Immer noch haben wir dahin noch. Ich juck das irgendwen. Immer auch schon hier aufpassen, dass hier jemand durchkommt. Ja, sehr gut. Ist da noch einer? Weiß nicht. Oh mein Gott. Wenn wir es einmal wipe gehen, dann war's das. Aber ich glaube, yo, Alter, nochmal gekillt. Alter, was eine Zerstörung. Oh mein Gott. Holy shit, komplett zerstört von Anfang bis Ende. Yo. Alter. Oh mein Gott. Aua, das tut weh.
Ich hatte wirklich Angst, wenn wir einmal Wipe gehen, dann war's das. Aber haben wir tatsächlich die ganze Runde dominiert, ey. Geil. 16 Kills. Nicht mal einmal gestorben. Yo. Das war eine Baba-Runde. Die war richtig geil. Oh, ein Sieg noch. Wenn wir jetzt noch einen Sieg machen, dann kann ich noch in der Aufnahme den Fernsehleiter bekommen. Das wäre geil. Leider kein Tricolor-Match. Aber naja, wir haben jetzt wieder, wir haben zumindest mal gegen alle Teams mal angetreten. Gegen Team Futter, da gegen Team Spaß. Und danach gegen, Team Werkzeug jetzt nochmal. Also das ist gut, das ist gut. Aber leider, wie gesagt, kein Dreifach gehabt in der Aufnahme. Und ich habe auch wirklich keine Lust, länger aufzunehmen, so. Diese länger jetzt auch noch zu spielen und da aufzunehmen gleichzeitig. Deswegen, wir lassen es dabei. Und ja, das ist meine erst einzigen. Ja, Reifhoff-Kampf wird leider nicht möglich sein. Es ist, wie gesagt, ein bisschen schade, aber naja. Kann man nichts tun, wenn die irgendwie nicht kommen. Nee, Nintendo, ey. Das kann ja nicht wahr sein. Oh, ich kann mir keinen Saftladen mehr nehmen. Oh, stopp. Okay, sehr gut. Oh, lol, ich hab den einen mit der Haftbombe noch erwischt. Geil. Sehr gut. Krieg ich den noch? Mit Haftbombe? Nee, schade. Geil. Geil. Alter. Ey, richtig krasse Aufnahme. So. Junge, was machen die denn? Der hat einfach keine Tinte mehr gehabt, immerhin. Oh, er ist nicht durchgekommen. Ich hoffe aber, die kümmern sich da hinten drum. Ich halte hier die Stellung weiter. Mit David. So. Nein! Oh, scheiße. Lasst uns. Jungs, was macht ihr denn da in der Mitte? Alter! Ist ja scheiß Ernst. Junge, ey. Das kann ja nicht wahr sein. Okay, jetzt kommen die auf jeden Fall durch. Mhm. So, mein Gott, ey. Das kann ja nicht wahr sein. Okay, irgendwie sind die echt nicht gut. Irgendwie sind die echt nicht gut, Alter. Holy shit. Ich zerstöre die halt komplett so, ne? So, dann geht's auch mal hier oben hin. So. Oh, scheiße, oh, scheiße, scheiße. Nein! Wenn du jetzt da hinten stirbst, dann haben wir verloren. Stamm hinterher. Okay, da hinten hat noch ein bisschen was eingefärbt, aber es ist nicht so viel gewesen. Aber ich glaube, es war wieder eine komplette Zerstörung. Ja, das war eine komplette Zerstörung. Alter. Alter, 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 Alter. 23%. Oh mein Gott. Aua, 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 aua. Yeah. Geil. Oh je, oh je, oh je. 15 Kills schon wieder. Leider aber gestorben. Passiert. Neue Katalogstufe. Sehr nice. Und damit sind wir, glaube ich, jetzt endlich. Okay, plus 1. What? Hä, kann man den bis zum Maximum bringen, oder was? Okay. Interesting. Interesting. Alright. Damit war es aber mit der heutigen Folge von Stellung 3 Splatfeste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, jetzt werde ich ja nochmal hier gleich die Ergebnisse sehen, wahrscheinlich. Und deswegen sage ich einfach jetzt, ja, bis gleich bei den Ergebnissen.
So, nachdem das Blattfest jetzt vorbei ist, haben wir natürlich jetzt auch am Ende hier die Ergebnisse. Und wir haben ja schon die Halbzeitergebnisse gesehen. Da hat ja Team Spaß geführt, ganz knapp. Ich glaube, circa 0,30% oder so haben die geführt. Mal gucken, wer gewonnen hat. Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass Futter definitiv nicht gewonnen hat. Also ich glaube nicht, dass sie gewonnen haben. Und übrigens, ich wurde wieder mal nicht gespoilert. Das ist echt krass. Gerade auch, weil dass ich Freunde habe in der Schule, die auch Splatoon 3 spielen, wurde ich tatsächlich nicht gespoilert. Das ist echt beeindruckend. So, machen wir mal hier schneller hier. Man kann die News, glaube ich, hier nicht skippen sogar. Achtung, wichtige Neuigkeiten. Warum bist du denn so aufgeregt? Die Splatoon-Ergebnisse sind da. Oh, die habe ich ja schon gewartet. Dann wollen wir mal. Wir gehen mit der Aufwärmphase. Oh nein, die Aufwärmphase zählt doch dazu. Ja, natürlich die. Oh, kann man nicht meckern. Wow. Ja, das ist safe Werkzeug. Also wenn das nicht Werkzeug ist, dann fress ich einen Besen oder so. Keine Ahnung, muss eigentlich Werkzeug sein. Ja, war klar, mit Abstand. Aber war auch irgendwie klar. Ich dachte schon 60%. Ja, war klar, aber auch. Krass, Alter, dass Futter so wenig hat eigentlich. Das wundert mich ein bisschen. Ich dachte, das Spaß wäre am wenigsten, aber nee. Tatsächlich haben Futter und Spaß fast gleich viel. Das ist interessant. Aber ja, Werkzeug war klar, dass es kommt. Nehmen wir uns mal an. Meine Vermutung ist, dass wir das Profikampf auf jeden Fall Spaß gewonnen hat. Ich habe Profikampf leider kaum gezockt, so. Aber offen könnte knapp werden und ich glaube, offen hätten wir noch gewonnen, weil ich habe am Ende wirklich sehr, sehr viel noch gewonnen in offen. Auch mal 10 Kämpfe und 3er-Farbkampf und so weiter haben auch alles gewonnen. Deswegen hoffe ich mal, dass wir den offenen Kampf gewonnen haben. Das wäre interessant, weil hier steht es gerade tatsächlich 1:1. Weil Aufwärmphase zählt tatsächlich auch dazu. Das ist tatsächlich scheiße. Deswegen muss ich wahrscheinlich das Team immer vorher wählen, damit ich die Aufwärmphase noch mitspielen kann. Aber es ist halt ein bisschen kacke. Aber egal. Wir gucken mal rein. Wie gesagt, meine Vermutung. Profispaß. Offen Werkzeug. Aber da steht es ja 2:2, also. Oder gibt es mehr Punkte oder sowas? Ich weiß es nicht. Meine Vermutung hatte recht. Profi war Spaß. Eindeutig. Werkzeug, aber. Ja. Lol, was? Wir haben 15 Punkte erhalten? Warum haben die nur 10? Hä? Okay, aber ja, war klar, dass Profi mit Abstand fast war. Meine Vermutung hatte recht. Und Werkzeug haben wir zum Glück noch gewonnen mit 2%. Aber was passiert jetzt? Haben wir es gewonnen? Und am Schluss. Das Endergebnis. Jetzt sag schon. Ja, wer hat es gewonnen? Das frage mich auch jetzt gerade. Bis die Ohren, Digga, das Bett, was ist? Es ist so furchtbar spannend. Ich glaube, wir haben gewonnen, ne? Stimmt. Aber warum gibt offen mehr Punkte? Hä? Ist ja ein bisschen unfair. Und da hätten wir es, einen wohlverdienten Sieg für Team Werkzeug. Let's go! Und die haben uns mit ihrem Werkzeug ordentlich abgesägt. Und dabei hat es bis jetzt eben noch richtig Spaß gemacht. Ja, Junge, halt deine Fresse. Wir sind auf Team Werkzeug. Wir waren schlau und haben uns diesen Sieg verkackt. Ja, Team Werkzeug ist die einzige wahre Antwort so. Hey, die Futter hat zwar nicht gewonnen, aber wir haben uns durchgefuttert. Und die Tra hat mir mit dabei und hat sich bestens amüsiert. Eigentlich wäre es schon nett, aber auf der Insel nach Nahrung und Unterhaltung zu haben. Ja, oder? Das wäre eine richtig schwere Entscheidung, weil alles wichtig ist. Nö, eigentlich ist nur Werkzeug wichtig. Alles andere macht, also keine Ahnung. Na, was weiß ich. Ich habe eine Idee. Na, Tara, was hast du vor? Lass uns auf einer einsamen Insel leben. Ich finde uns schon eine. Wenn wir unseren Regeln spielen, können wir mitnehmen, was wir wollen. Dann brauchen wir eigentlich ja nur uns drei und alles ist gut. Ich habe euch lieb. Ihr könnt es nicht verlassen, aber gut, dass ihr mitkommen würdet. Okay, tatsächlich war alles, was ich gesagt habe, hat einfach gestimmt. Ich bin einfach der Herr, keine Ahnung, jetzt nochmal. Ich habe eine Glaskugel oder sowas. Aber wie gesagt, ich wurde nicht gespoilert. Das war einfach nur meine Vermutung. Und tatsächlich hat es gestimmt. Cool. Junge, warum ist das so nebelig? Yeah! Die allerersten Supermuscheln. Ultimative Werkzeugzeilen plus 2. Du hast dein Splatter-Shirt und alle Tritons zurückgegeben. Yes. Ja, ich hatte alles ausgegeben, von daher. Nur die Effekte von meinem Splatter-Shirt habe ich leider nicht gelernt. Das habe ich vergessen. Aber ja, ich auch keine Zeit mehr. Leider. Geil, damit haben wir uns die ersten Supermuscheln verdient. Und vor allem, wir haben 3 mehr als die anderen. Ne? Ich glaube, die anderen haben nur 21. Und ich glaube tatsächlich, man kriegt nicht mehr, wenn man plus 1 oder plus 2 ist. Ich glaube, man kriegt immer, ja, 21 oder 24.
wenn man den ultimativen Rang erreicht. Ich glaube, es gibt keinen Bonus oder so. Alter, warum ist es so nebelig hier? Yo. Guck dir das an. Da war gerade richtig nebelig. Ich sage mal, hier gerade aufgeräumt wird? Ich weiß es nicht. Alright. Damit würde ich sagen, das war's. Ich muss noch mein Shirt anpassen, lol. Das war's mit, ja, dem Splatoon 3 Splatfest, dem allerersten Splatfest. Ich habe mir natürlich äußerst gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Splatfest wieder, was wahrscheinlich nächsten Monat kommen wird. Und ja, am Dezember wird dann wahrscheinlich das mit den drei Farbkämpfern gefixt sein, hoffentlich. Ach, schwierig, ne? Aber ja, bis dann und ciao.